Und deswegen machen wir einfach keinen großen Hehl daraus, sondern hol ihn auch einfach mal direkt mit dazu. Direkt Applaus hier von allen Leuten, die mit dabei sind. Mach's dir gemütlich. Denn da haben wir ihn. Oh Gott, ich hoffe, es passt von der Größe, weil du so groß bist. Ich hoffe auch. Da haben wir ihn doch. Schön Mikrofon hier vor. So, Hallöchen. Geil. Und da haben wir ihn. Tim Goller ist hier einfach mal mit am Start. Was geht denn ab bei dir? Bist du fit? Ja, bei mir ist alles gut. Und bei dir? Ja, bei mir ist auch alles wunderbar. Wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen auch gequatscht. Und das Ding ist, du musst halt auch noch in die Schule, ne? Ja, tatsächlich. Was hast du dann für ein Fach? Musikunterricht. Musik? Und danach eigentlich Geografie noch. Aber es fällt leider aus wegen dem Training. Okay. Aber freust du dich schon auf Training? Ja, auf jeden Fall. Jeden Tag. Wird denn da ordentlich geackert heute nochmal? Du spielst dann am Sonntag gegen Meppen bei der U19 in der Bundesliga. Genau. Wie seid ihr da schon so eingestellt? Ja, also immer eigentlich relativ gut. Also ich denke mal, wir müssen unseren ersten Platz verteidigen. Mhm. Deswegen sind wir alle heiß, denke ich mal. Ja, geil, so muss das sein. Freunde, also ihr kennt ihn ja schon, Tim Goller. Mittlerweile 19 Jahre alt ja schon, hat ja quasi genau. Im letzten Jahr, als du 18 geworden bist, hast du ja quasi deinen Profivertrag gekriegt, ne? Ja, genau. Und der ging ja dann quasi bis wann? Bis 2025, glaube ich. Bis 25. Ja. Okay. Weil das Ding ist natürlich, gerade wenn wir hier eigentlich schon so eine Talente ja dann auch bei Hertha haben, deswegen habe ich ja auch schon gesagt, so hey, vielleicht haben wir hier eine kleine Überraschung. Und die Überraschung ist eben halt nicht nur, dass wir halt Tim Goller so an sich mit dabei haben, Freunde, sondern... Ole, das ist dein Moment. Und müsstest dann bitte noch auf Cut nochmal drücken. Und da haben wir es dann nämlich, Freunde. Ihr seid gerade live mit dabei. Das haben wir wirklich nirgendwo bisher gepostet. Tim Goller verlängert bis 2027. Wie cool ist das? Hallo. Also absolute Weltklasse, Glückwunsch auch nochmal dafür. Dankeschön, Dankeschön. Gestern gab es da die Unterschrift und wir sind einfach hier direkt mit Twitch mal live am Start und ihr könnt auch direkt eure Fragen noch raushauen, ihr könnt eure Glückwünsche natürlich raushauen und ihr seid quasi auch direkt noch live mit dabei, wenn jetzt hier Social Media Ole noch mit dazu kommt, dass wir dann hier quasi das Ganze dann auch noch, yes. Richtig, dass wir das dann quasi dann auch noch so raushauen bei Social Media. Haben quasi jetzt hier alles vorbereitet schon. Und Tim kann es dann direkt selber posten. Passt alles. Ich dachte, da kommt was Kreativeres. Oh nein, wirklich. Ja, da ist er kritisch. Ja. Der kommt dann auch noch hinterher. Geil. Jetzt ist öffentlich. Jetzt ist öffentlich. Sind stolz auf dich, Timmy. Dankeschön. Wirklich. Dankeschön. Absolut cool. Hier sehen wir es ja auch im Hintergrund jetzt auch nochmal, das gestern von der Unterschrift. Wie gesagt, bis 2027. Das ist der Berliner Weg, Freunde. Und ich freu mich wirklich richtig doll für dich, das ist absolut cool. Dankeschön, Dankeschön. Wir haben ja schon auch vorhin so ein bisschen gequatscht. Ich meine, wie gesagt, wir sollten eigentlich ja um 11 Uhr starten, hat jetzt nicht so ganz geklappt, deswegen konnten wir so schon ein bisschen quatschen. Aber du bist ja auch seit der U14 eigentlich schon bei Hertha, ne? Genau. Und bist dann da halt die ganze Zeit einfach immer weiter durchmarschiert. Ja. Also so kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Wie kam es dazu, dass du überhaupt zu Hertha gekommen bist? Ja, also ich wurde, denke ich mal, so wie die meisten, so relativ bei meinem Jugendclub Frohnauer SC gescoutet von den ein oder anderen von Hertha. Und deswegen kam ich dann nach den ein oder anderen Probetrainings und Probegesprächen sozusagen dann in der U14 zu Hertha. Ja, geil. Also Freunde, ein absoluter Berliner Junge hier, bindet sich hier langfristig auch an den Verein, so muss das sein. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann haut die gerne mal raus, können wir hier auch noch beantworten. Und müssen uns natürlich jetzt hier schon so ein bisschen auch durchhasseln, sage ich mal. Weil wann geht's bei dir los jetzt? 12.40 Uhr. 12.40 Uhr, okay. Ja, also so 5 Minütchen, 10 Minütchen haben wir da noch, dass wir dann noch so ein paar Fragen hier beantworten können. Aber du hast ja schon gesagt, ihr seid ja da in der A-Jugend, wenn ihr jetzt gegen Meppen spielt, ihr seid Tabellenführer und seid ja da eigentlich auch ganz gut unterwegs. Was rechnet ihr euch da aus so in dieser Saison? Dadurch, dass wir leider jetzt im DFB-Pokal ausgeschieden sind, versuchen wir auf jeden Fall anzustreben, die deutsche Meisterschaft zu holen. Geil. Aber erstmal natürlich Nordost die Staffel zu gewinnen und dann... Wie viele Spiele sind es dann da noch? Weißt du das auf Anhieb? Nee, ich hatte so halb rausgesucht hier, warte mal, wo hatte ich die Tabelle?
da stand dann auf jeden Fall drin, dass ihr schon auch ein paar Punkte Vorsprung habt. Gut, Wolfsburg hinter euch, die haben noch ein Spiel weniger. Aber wir haben 4 Punkte Vorsprung. Ja, aber da sieht es doch eigentlich schon mal nicht verkehrt aus. Ansonsten, der ein oder andere, der jetzt vielleicht mit dazukommt, der Tim vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hat, kann sich sehr, sehr gerne auch nochmal die Doku bei uns auf YouTube reinziehen. Von der letzten Saison von der U19. Da hat ja dann Tim auch eine tragende Rolle gespielt. Also könnt ihr es da gerne auch nochmal auschecken. Ah, guck mal, genau. Und wenn wir hier ein paar Fragen haben, wann gibst du das Essen aus, wird hier gefragt? Ducki, ja. Ich kenne ihn. Ja, also ich denke mal, wenn ihr Zeit habt. Und machst du dein Abi, wird hier auch noch gefragt? Ja, tatsächlich bin ich jetzt dann nächsten Monat im Abi-Stress. Oh tatsächlich. Ja, dann geht's richtig rund. Genau. Aber wie bist du, also kann man fragen, wie du da so in der Schule bist? Ist jetzt ja, also ich strebe auf jeden Fall 2 Komma an. Ja, das ist doch also nicht denke, verkehrt. Also von daher, damit kann man doch schon mal was anfangen. Genau. Oh hier, 5-4 und dann gewinnen oder 1-0 gewinnen und dann halt die weiße Weste dann halt sammeln. Ja, auf jeden Fall 1-0 gewinnen und Weste. Lieber zu 0, ja, ne? Safe. Kommt er zu den Profis? Also er trainiert ja sowieso schon die ganze Zeit auch bei den Profis mit. War denn da auch schon mit im Trainingslager? Und an sich ist es ja so denn der Plan, dass du jetzt ja A-Jugend halt spielst. Hast du zwischendurch immer schon U23 gespielt? Ja. Und das dann wahrscheinlich ab nächster Saison dann auch eher noch U23, ja, dann, ne? Ja, ich denke auch. Also das ist so der Weg, da ich dann U23 spiele. Ja. Genau. Und du hast ja so jetzt auch in der Zweitligasaison hast du ja eigentlich ja auch schon immer mal so die Spiele, wo du ja dann trotzdem eigentlich auch mitfährst zumindest, ne? Ja, also so als dritter Torwart dann das Aufwärmen mitmachen, ja. Auch so an diese Atmosphäre und diese Bedingungen auch gewöhnen. Mhm. Also ich saß ja auch tatsächlich schon auf der Bank. Ja, stimmt, gegen Braunschweig, ne? Jetzt, ja. Und wie war das denn da so für dich? Also ist es so, dass das halt nochmal anders aufregend dann einfach ist? Ich meine, du hast vorhin gesagt, du bist eher ein bisschen aufgeregt hier vor dem Stream, als würdest du halt eigentlich Fußball spielen, also ganz entspannt. Ja. Aber wenn du jetzt halt dann da so im Stadion dann bist, so die Atmosphäre sammelst und dich jetzt eben nicht dann danach erstmal nach dem Warmmachen wieder umziehst, sondern du dich dann jetzt halt wirklich so mit hinsetzt, wie war es da so für dich? Ja, ich war auf jeden Fall auch schon mal nochmal aufgeregt, aber ja, also ich glaube, wenn man nochmal spielen würde, ist nochmal ein anderes Level. Aber im Gegensatz zum dritten Torwart oder so dabei zu sein und dann keine feste Rolle sozusagen zu haben, ist dann nochmal ein anderes Gefühl. Also dass man hätte ja potenziell die Chance sozusagen. Und wie war das denn halt so für dich, als du dann bei der U23 dann halt auch so das erste Mal gespielt hast? War ja letzte Saison auch schon. Ja. Gegen Jena auch direkt zu 0. Also richtig gut. Ja. Aber wie war es da so für dich? Also es ist halt auch direkt so ein krasser Unterschied. Merkt man den dann schon so zwischen A-Jugend, Bundesliga und Regionalliga? Ja, also ich würde schon sagen, dass man auf jeden Fall einen Unterschied merkt. Vor allen Dingen viel körperlicher, schneller und dann auch noch das alte Fenster hier ist dazu geknarzt. Ja, und auch ein bisschen anderer Spielstil. Also in der U19 wird mehr hinten rausgespielt als dann in der U23, wo es dann um vermeintlich wirklich mehr geht. Ja. Aber wie würdest du jetzt, wenn, das ist wahrscheinlich eine gemeine Frage, aber wie würdest du selber so deinen eigenen Spielstil irgendwie so beschreiben? Hast du da irgendwie sowas, dass du sagst, so, du bist eher so der mitspielende Torwart? Oder absolut. Ja, wirklich? Absolut, mitspielender Torwart. Also, dass du es dann auch so aus der U19 denn schon so mitkriegt hast? Das ja, also, ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Also, ja, okay. Aber, ich würde mich da schon so sehr nah an der Kette und dann sehr mitspielend bezeichnen. Aber geil. Ja, dann so kann man es ja dann auch da richtig aufbauen. Das hat man ja auch schon so ein bisschen. Du hast ja auch mit ein paar Leuten sowieso auch schon U19, U17 gespielt. Mit Ibo, mit Passi, mit Tim Hoffmann ja jetzt ja auch, der ja dann auch gegen Fürth sein Debüt gefeiert hat. Und ich finde, bei Tim hat man es ja auch schon so gesehen, dass er bei dieser einen Aktion so hinten zweite Halbzeit raus, dass er den Ball eben nicht rausgeschlagen hat, sondern dass er ihn halt auch wirklich über den Flügel rausgespielt hat. Auf Derry gab es halt eine so eine Situation, daran kann ich mich noch entsinnen. Und eigentlich ist es ja geil, wenn man dann halt so wirklich dann da ordentlich halt so den Fußball von hinten raus dann spielt. Hier direkt die nächste Frage auch von Blackbird. Was sind so deine Vorbilder? Boah. Ich würde so sagen, schon so ein Neuer als ja, und so Ter Stegen. Also so auch beide sehr mitspielende Torhüter sind. Deswegen. Und auch so ein bisschen so von der Mentalität auch, dass man halt so von hinten ruhig mal auch mal so ein bisschen die Ansagen macht oder bist du da gar nicht eher so?
Ja, ich würde mich jetzt nicht so wie so ein Kahn sehen. Mhm. Da sehe ich mich nicht. Aber wenn eine Ansage nötig ist, dann kommt auch so eine Ansage. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der die ganze Zeit hinten rumschreit. Ja. Also. Ist ja auch mal entspannt, wa? Ja. Wahrscheinlich für die anderen, ja. Denn. Ja, Freunde, also war jetzt hier alles, wie gesagt, ein bisschen knapper. Aber ansonsten machen wir da vielleicht sonst nochmal einen anderen Tag nochmal aus, wo wir vielleicht ein bisschen intensiver noch quatschen können. Will dich nämlich jetzt hier auch gar nicht aufhalten, wenn um 12.40 Uhr da die Schule losgeht. Dann muss natürlich das auch, okay, aber alles gut. Die Ordnung dann sein. Je nachdem, wenn jetzt hier vielleicht noch die eine oder andere Frage kommt. Echt mal, vielleicht ist Gabor von damals auch noch so dein Vorbild? Ja, Gabor, also ich finde diese Raumverteidigung, also da der hat ja den ganzen 16er beherrscht. Das ist eigentlich die Idealvorstellung. Geil. Aber ja. Ah komm, das können wir hier noch als Abschlussfrage dann. Ja, stimmt, genau. Auch mit Jogginghose dann vielleicht mal. Vielleicht kommt das auch als Idee mit rein. Ja. Weil der auch das damals immer so getragen hat. Aber hier die Frage nehmen wir einfach noch als Abschluss. Was wärst du geworden, wenn es jetzt quasi mit Fußballprofi irgendwie jetzt nicht so funktionieren sollte? Oder funktioniert hätte? Boah, sehr schwierig. Also früher war ich so generell so auf dem Arzttrip. Oh, okay. Ja, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht mehr so mein Anspruch. Also, ein besonderer Arzt oder einfach so allgemein? Nee, also vielleicht so Chirurgie oder sowas. Okay. Also so familiär ist das auch ein bisschen. Mhm. Aber ist es nicht mehr so für mich. Deswegen, ich weiß nicht. Vielleicht irgendwas Eigenes versuchen aufzubauen. Ja. Aber im Zweifel jetzt auch erstmal. Ja. Jetzt ist sowieso egal, gerade erstmal bis 2027 verlängert. Deswegen da auf jeden Fall nochmal Glückwunsch. Dankeschön, und vielen, Dankeschön. Vielen Dank hier fürs Vorbeikommen und dann ganz viel Spaß in der Schule. Dankeschön. Danke dir. Mach's gut. Ciao.